Na gut, dann würde ich sagen, zurück zum Schiff. Der Weg hat sich absolut nicht gelohnt. Wollte aber in dem Fall tatsächlich sicher gehen, ob es halt wirklich keinen Weg hier in dieser Ecke gibt. Mega-Hieb. So mega war der Hieb jetzt aber auch nicht. Ich muss aber auch gerade sagen, diese Viecher leben gerade alles von mir, was denen entgegenkommt. Solange es aber so wenig Gegner sind, geht's ja noch. Der Doppelschliff war auch schon heftig. Egal, weg mit den Wölflingen. Brenner. Noch ein Wölfling. So, nochmal heilen. Na, ist hier eine Sackgasse. Ach, die lassen mich nicht mal gehen. Ja, eine komplette Sackgasse. Hier finde ich gar nichts Spannendes. Doch, ein Mastgin. Dann war es gar nicht so schlecht, dass ich hier lang gegangen bin. Okay, übliche Strategie. Schaden und betäuben. In der Hoffnung, dass das was bringt. Und Verteidigung senken. So. Blutstrahl. Aua. Das ist nicht gelähmt. Scheiße. Das heißt, die Chance auf Flucht ist leider noch gegeben. Ist jetzt nur blöd, wenn er nochmal so einen heftigen Angriff macht, dann bin ich nämlich so gut wie platt. Genau, Asche mache ich. Okay, ich greife einfach ganz normal an. Scheiße. Ach komm, greif du auch an, Aaron. Nein! Der erste Gin, der mir abgehauen ist. So eine Scheiße. Zumindest weiß ich, dass hier einer ist. Da ist er direkt schon wieder. Wow. Oh shit. Ich würde sagen, ich habe eine Dummheit begangen. Ich muss die Party heilen, sonst war es das. Da ist es. Und was habe ich das auch noch mit Betäubung? Und die Verteidigung senken. Ha! Es gibt keinen drin. Und direkt paralysiert. Jetzt bist du fällig. Na gut, dann Attacke. Sehr schön. Wir haben den nächsten Gin erhalten. Der Mars-Gin-Kern folgt Felix. Durchdringt gegnerische Verteidigung. Auch nicht schlecht. Ist nur blöd, ich könnte mal wieder einen Venus-Gin gebrauchen. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin aber froh, dass der Kampf doch noch gut ging. So angeschlagen, wie wir gerade waren.
Oh, nochmal wieder so ein Gegnertrupp. Na, ah, lass mich nicht gehen. Immer noch nicht, doch. So. Ja, würde ich sagen, muss ich jetzt auf jeden Fall zum Schiff. Aber so schlecht war der Abstecher auf dieser Insel jetzt noch nicht. Ich meine, ich habe immerhin einen Gym bekommen. Auch wenn es halt eigentlich nicht der Weg war, den ich... ja, gehen wollte, ne? Ich würde sagen, ich heile noch mal kurz die Party. So, und dann geht's ab aufs Meer. Dann fahre ich einmal drumrum. Und gucke mal, ob ich hier noch einen anderen Weg finde. Hier brauche ich nicht anlegen, weil bringt eh nichts. So. Und tschüss. Alle beseitigt. Ich meine aber, der Trick an der ganzen Sache hier bei diesem Kontinent war... Ah, seht ihr? Da ist der nächste Leuchtturm. Da muss ich hin. War irgendwie einen gewissen Weg zu finden. Hier brauche ich nicht anlegen, weil... bringt eh nichts, ist auch vom Wasser umschlossen. Okay, fahren wir weiter. Suchen wir mal nach dem Weg, der zu gehen ist. Aber vorher muss ich noch die Hydra plätten. Hier würde ich halt auch nichts Spannendes finden. Um euch das zu zeigen, hier ist nur Wasser, Wasser, Wasser. Also auf diesem Kontinent groß Fuß zu fassen, ist nicht einfach. Ich meine, es gibt zwar viel Strände und so, aber... bringen wir halt auch nichts, wenn alles vom Wasser umschlungen ist. Dann komme ich halt auch nirgends hin. Das sieht man hier auch schon ziemlich gut, ne? Dass hier viele Wasserwege sind. Deswegen. So. Ah, nee. Ihr lasst mich nicht gehen. Scheiße. Okay, Jenna muss gleich erstmal wieder heilen, wenn ich entsprechend schaffe zu fliehen. Gut. Ja, das ist eine Piratenflagge wieder zu sehen. So, Heilaura. Ich muss nur halt den Weg finden. Und der wäre hier. Gut, dann muss ich hier unten lang. Ich muss nur den Weg zu diesem einen Strand finden, wo ich gerade nicht anlegen konnte. Ich meine, irgendwie so war das. Ja, hier ist er sogar. Ich habe den Weg gefunden. Oder? Ach, da unten bin ich. Ja, da muss ich jetzt nach da oben, genau. Das war ja einfach. Dachte ich, bräuchte dafür noch ein bisschen länger. Scheinbar doch nicht. Glück gehabt. Okay. Dann legen wir jetzt hier mal an. In Ateca Flussarm. Gut, das ist wahrscheinlich jetzt nur so ein Anlegeplatz, dass ich da jetzt... dann nach Norden gleich kann. Oh. Was macht ihr hier? Ich hoffe, ihr passt gut drauf auf. Ihr baut Flügel? Wir müssen uns darauf vorbereiten, diese Flügel am heiligen Schiff zu befestigen. Das heißt, dass die Zeit dazu gekommen ist, wenn der Jupiterberg in Flammen steht. Okay. Wir haben diese Flügel erschaffen und sie hierher gebracht, um eine große Prophezeiung zu erfüllen. Wir werden die Prophezeiung verteilt.
Wir brachten diese Flügel aus Contigo und nun bewachen wir sie. Werden sie beschädigt oder zerstört, wird sich die Prophezeiung vielleicht nie erfüllen. Okay. Jetzt frage mich, ob diese riesigen Schwingen es wirklich zum Fliegen bringen. Wie gerne würde ich das sehen? Das würden wir auch gerne sehen. Ich sehe aber gerade, da ist eine Truhe, da würde ich gern drankommen, komme ich aber nicht. Okay. Dann schauen wir uns hier dieses Dörflein mal an. Ah ja, hier ist auch wieder so ein Felsen. Den kriege ich aber leider nicht weg. Noch keiner drin? Sind jetzt echt alle da bei diesem Flügel? Okay. Wie leer gefegt, ne? Ah. So komme ich zur Truhe. Ich hab sie. Fläschchen. Also wenn ich auf jeden Fall gleich die nächste Stadt finde, werde ich dafür sorgen, dass ich Platz kriege. In meinem Inventar. Sonst wird das Ganze doch etwas mühseliger noch in nächster Zeit. Okay, da will ich nur rauskommen. Ja, so genauso. Alles klar, dann ab nach Norden. Hier ist aber auch sehr viel freies Land. Jetzt kann ich gerne auch wieder ein paar Gegner mitnehmen. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, ich bin richtig. Und muss nur halt noch meinen Weg in die nächste Stadt finden. Lebend. Wenn diese Drachen mitspielen würden. Aber ich merke schon, die haben andere Pläne. So, friss dies. Ja, hier haben wir sogar die nächste Stadt. Eieiei. Und hier ist sogar ein riesiger Einschlagskrater. Contigo. Kennt ihr die Legende vom Volk, das den Wind und die Luft beherrschen konnte? Nein. Erzähl uns. Es handelte sich dabei um das Volk der Animos. Sie hatten die Macht, durch die Luft zu fliegen. Das Volk von Contigo erbte diese Kraft und nunmehr herrschen wir über Attika. Okay. Ist natürlich cool, wenn die sowas konnten. Meinem Vater gefällt es nicht, dass ich den mutigen Jägelos so sehr verehre. Was ist daran so schlimm? Ich bin mir sicher, dass der jüngere Bruder Ivan mittlerweile erwachsen ist. Ob er noch bei Hamid lebt? Oh, die reden hier von unseren Ivan, den wir kennen. Die Geschwister, welche die Kräfte der Animus ererbt hatten, sind nicht länger in Contigo. Der jüngere Bruder war noch ein Baby, als ein Händler mit Namen Hamid ihn mit sich nahm. Okay. Ivan gehört zum Volk der Contigo. Auch interessant. Vor langer Zeit befanden sich die Stämme der Schamanen und der Contigo ständig im Krieg. Während der unzähligen Kämpfe schlossen die Krieger Jägelos und Hoapna Freundschaft. Und das hat ihnen was gebracht letzten Endes? Frieden? Ja, aber... ne? Vor langer Zeit wurde Attika vom Volk der Hesperia angegriffen. Doch unsere Vorväter hatten keine Angst. Mit Hilfe des großen Helden Jägelos wurden die Invasoren vertrieben. Seit jenen Tagen haben sie keinen Schritt mehr in dieses Land gesetzt. Ja, so einfach wird man die Leute los, ne? Willkommen, wir haben genau, was du suchst. Ja, das denke ich auch, aber erstmal brauche ich Platz. So. Jetzt ist nur die große Frage, was werde ich los, ne? Also bei Felix kriege ich gerade nichts weg. Aber der Silberarmreif kann weg und... Die Tartarus-Axt habe ich noch gar nicht nachgeschaut, ob die groß was bringt. Moment, das will ich erst noch nachsehen. Nee, ist schwächer. Gut, kann weg. So. Also weg mit der Tartarus-Axt.
Gibt auch eine Menge Geld. Naja, hier habe ich auch zwei Sachen. Die Kriegskeule kann weg. Die Silberweste. Dann habe ich hier noch ein Knochenband. Ich würde sagen, den Einhornring verkaufe ich auch. Stimmt, bei Aaron müsste ich mal wieder entsprechend umrüsten. Moment. Okay, ich finde interessant, dass der Dreizack doch stärker ist. Na gut, dann verkaufe ich die anderen Waffen. Ich kann ja eventuell gleich was Besseres kaufen. Wenn es hier einen Waffenladen gibt. Ansonsten behält er den Dreizack. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja gut, diesen goldenen Ring würde ich jetzt behalten. Die Meeresträne brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Weil im Prinzip habe ich das ja erledigt. Ja. Verbauen kann ich mir damit ja nichts mehr. Oh, hier habe ich noch eine Rüstung, die weg kann. So. Dann werde ich jetzt einmal kurz die Nüsse verteilen. Jenna kriegt ein paar. Wir hatten eigentlich die Fläschchen. Okay, Felix hat die. Dann würde ich sagen, gebe ich Aaron auch noch die restlichen Nüsse. So, die Fläschchen bleiben bei Felix. Ja. Wobei die Psi-Kristalle würde ich auch erstmal Aaron geben. Ja, dann lasse ich das erstmal so. Gut, was hat er denn an Artefakten da? Ups. Lebenswasser könnte ich hier für 3000 Tacken kaufen. Wäre schon nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist nur einmalig, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das oft kriegen kann. Kriegt erstmal Aaron. Oh, ich könnte sogar zwei Stück kaufen. Dankeschön. Spieleticket kriegt auch Aaron. Na, die Meeresträne könnte ich notfalls auch wieder kaufen. Gut. Mehr brauche ich gerade nicht. Mit den Leuten habe ich ja schon gesprochen. Jo. Das Leuchtfeuer im Jupiter-Leuchtturm wird bald entfacht. Ich weiß dies, weil ich vor 3 Jahren eine böse Vorahnung hatte. Vor 3 Jahren? Das ist schon ein bisschen her, ne? Komm nun näher und versuche dein Glück an dieser Maschine. Du hast 37 Tickets, Felix. Möchtest du diese Tickets einsetzen? Ja, ich versuch's mal. Komm nur her und hab deinen Spaß. Ach du Scheiße. Okay, versuchen wir mal ein bisschen zu wetten. Gut, das war schon mein Griff ins Klo.
Okay, versuchen wir es nochmal. Okay, 4 Stück. Jackpot. Was kriege ich jetzt Tolles? Ich meine, bei Jackpot muss es ja was Tolles sein. Ich gratuliere. Dies ist dein Gewinn. Wirbelstiefel. Hier, bitte. Besuche uns bald wieder. Regeln für Glücksweizen. Ziehe am Hebel und versuche, gleiche Symbole zu erhalten. Du hast nur 5-mal die Möglichkeit, am Hebel zu ziehen. Drücke den Stern, um eine Weizen festzuhalten. Eine Reihe für ein Ticket, 3 Reihen für 2 Tickets. 5 Reihen für 3 Tickets und 7 Reihen für 4 Tickets. Verwandle all deine Tickets für die Glücksweizen. Preise der Glücksweizen. Die Preise hängen von den Symbolen ab, die angehalten werden. Bei Hemden gewinnst du die Unterhemden, was? Bei Ringen gibt es Ringe. Stiefel stehen für Stiefel. Sterne und Herzen bringen dir Items. Und bei Monden kann es alles Mögliche sein. Na geil. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, da was Brauchbares zu kriegen? Kann ich irgendwen die Stiefel geben? Bei Aaron wird's gehen. Na, dann gebe ich dir die. Okay, dann würde ich sagen, versuche ich nochmal mein Glück. Jo. Ein bisschen Platz schaffen. So, also 3 Monde. Beziehungsweise... Okay, ich habe nicht mal einen Mond. Dann noch einmal. Okay, ein Mond. Nichts. Ja. Okay, zumindest gibt's Ringe. Ich glaube, die Monde sind dann so eine Art Joker. Ich gratuliere. Dies ist dein Gewinn. Kriegsring. Hier bitte. Okay.